Moin zusammen, wir gehen jetzt zu zweit nach Witchview mit null Beweisen. Der letzte Durchgang in Edgefield hat zum Glück funktioniert. Der Geist dachte, er könnte uns verarschen, hat er aber zum Glück nicht geschafft. Mal schauen, wie es jetzt hier wird. Breaker ist irgendwo im Keller. Ghost Event Motion Sensor Crucifix, schöne Aufgaben, rein da. So, unser lieber Breaker ist unten links im Keller. Den versorgen wir dann direkt mal. Ich habe gerade Wasser gehört, aber ich bin nicht. Das könnten mal wieder hier irgendwelche Hintergrundgeräusche sein. So, da ist nichts. Da ist ein Versteck. Neben dem Brecki ist ein Versteck im Keller. Ich habe gerade was gehört. War das hier unten? Sehr komische Geräusche hier. Warum klang das gerade wie eine doppelte Tür, die zuschlägt? Das war jetzt gerade komisch. Okay, das klang jetzt gerade was merkwürdig. Sehr komische Sachen gehen hier vor in Witchview. Hier ist gar nichts. Hier ist auch kein Knochen, ne? Nope. Okay. Sag mal, ich meine, ich höre doch hier die ganze Zeit irgendwie klopfen und sowas. Oder meine ich das nur? Ich höre lauter komische Sachen hier. Kurz hier nach. Ich muss aufpassen, nicht zu viele Lichter anmachen. Okay, perfekt. Dann brauche ich ja nicht mehr weitersuchen. Da ist auch noch ein Versteck. Lassen wir die Türen mal auf. So. Aber da verstecke ich mich eigentlich nie. Ist zu weit weg. Okay, wo ist jetzt der Geist? Machen wir das hier mal aus. Lauter komische Sachen gehört, aber ich glaube nicht, dass er hier in der Nähe ist, weil dann wären die Kerzen schon ausgegangen wahrscheinlich. Hoffen wir mal, dass er nicht im Keller ist. Hier, weil ich habe nämlich vorhin auch so Sachen unten gehört, das klang total komisch. Ja, nicht unbedingt hier, aber hier irgendwo hier in der Gegend. Weil ich habe auch was gehört. Schmeißen, werfen. Irgendwie. Ich glaube, ich habe Klopfen gegen Fenster von unten gehört. Hier ist noch was. Tür hier. Hier ist ein Versteck. Ein einziges. Na komm, Geist, mach dich mal bemerkbar. Aber bitte nicht mit einem Radio. Hier oben ist aber nichts Auffälliges. Was? Ja. Hast du die Kerze angemacht? Ja, die Geister können die nicht anmachen. Ich mache die immer an, damit ich weiß, wenn der Geist da in der Nähe ist. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier komisch. Hier ist Atem hier. Ah, okay. Ja, weil ich bin noch mal in den Keller gegangen. Ich dachte, vielleicht ist der da. Also ist der doch oben. Ich habe so komische Geräusche mal gehört, aber konnte die nicht einordnen. Also legen Sie das Zimmer weiß. Okay, gut. Hier haben wir ja immer einen Versteck. Oh nein, da müssen wir sofort nachher Teller reinwerfen hier. Weil sonst geht das wieder mit den Radios los. Oh, sonst wird der Geist nur in einer Tour mit dem Radio. Warum stoppen die Teller das Radio oder wie? Ja, dann hat der Geist irgendwas anderes zum Befummeln, weißt du? Weil sonst hat er immer nur diese Tür, den Lichtschalter und ich glaube da die eine Tasse und das Radio. Und ich habe keine Lust, dass er sich dann fürs Radio entscheidet. Piep, piep, piep. Klopft aber viel.
Das Problem ist, ich weiß nicht, wo da der Fingerabdruck ist. Ich will die Fotos jetzt nicht versauen. Okay. Ich sehe hier keinen Orb. Wow! Ist das ein Basketballspieler? Der ist jetzt aber geflogen hier. Ich hoffe, der zählt so. Hallo! Wehe, das zählt nicht. Dankeschön. Hast du das gerade gehört? Die Tür ist wieder kaputt. Kann ich davon jetzt zwei Fotos machen? Das ist ein Jurei. War das ein Event? Nee, hast du das nicht gerade mit der Tür gehört? Ach, Jurei, ne? 100 pro, ey. 100 pro. Aber die Tür ist stecken geblieben, die ist kaputt. Ich check mal meine Sanity, weil ich glaube, ich habe jetzt 15 verloren. Wenn das eine Jurei-Fähigkeit war, verliert man 15%. Ein Mimik kann die natürlich auch nachmachen, das ist klar, aber... Yep, minus 15 bei mir. Wir brauchen noch Motion Sensors. Okay, wir müssen jetzt... Wir haben den Geist schon mal, kannst schon mal Jurei eintragen. Wir müssen jetzt nur noch die ganzen Fotos und alles machen. Also Salz da hochbringen und vielleicht Laternen und sowas da. Gut, sie liegt ja schon. Sanity ist noch einigermaßen okay. Nehmen wir Salz mit für nachher. Ich schmeiß schon meine Teller rum. Ja, ja, bring da so viele Teller hoch, wie es geht. Bäh. Okay, ich will beide Türen im Visier haben. So, die Tür wieder reparieren, weil ihr habt gesehen, sie war kaputt. Okay. Ist mir auch recht. Tja, Leute, das zum Thema Jurei sind scheiße. Ja. Sie hat direkt die Fähigkeit benutzt und ja. Da muss man nicht groß weiter nachdenken. Okay, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen ein bisschen Kram noch. Wir brauchen noch Fotos. Das heißt, wir machen jetzt lauter Salz überall hin. Machen auch schon mal den kleinen Ghost Highway. Dip, dip. Wir müssen uns da noch ein kurz hinpacken. Wir brauchen noch ein paar Bewegungssensoren. So, Bewegungssensoren. Das Kurzi, das, damit sichern wir unseren Bereich ab. So, ich sichere jetzt alles hinter mir ab, damit er mich nicht böse überrascht. Wie du da die Teller alle sortierst, das sieht aus. Ja, ich wollte nur ein Muster machen, aber klappt nicht. So ein Tellerteppich. Das sieht witzig aus. So. Ja, und dann bauen wir hier einen kleinen Ghost Highway auf. Dann kann der Geist sich da gleich austoben. Ist ja schon schön hier durchgelatscht. Hörst du das? Das EMF klingt so, als ob es unten wäre, als ob es hier oben ist. Ist immer noch so ein Bug. Ja, ja. Ich höre das EMF gar nicht. Ey, muss mal runtergehen. Unten hört sich das normale EMF so an, als ob das da wäre. Kann sein, dass der jetzt vorhin wieder die Fähigkeit benutzt hat. Ja, es sieht... Der hat dreifach die... Ja, der hat die Fähigkeit wieder benutzt. Der hat, glaube ich, dreifach die Tür angefasst. Okay, Burnt Crucifix. Okay, noch drei Fotos. Was haben wir hier? Eins. Zwei. Komm, noch eins. Hi. Perfekt. Okay, du kannst ruhig draußen bleiben, wenn du willst. Der hat versucht zu handeln. Du kannst ja das ganze Theater mal auf der Kamera beobachten. Da, er hat es gerade wieder gemacht. Hast du es gehört? Ja, ja. Man hört es nur, aber man sieht es nicht. Die Türen sind irgendwie kaputt. Sei vorsichtig, der hat schon versucht zu handeln. Geh lieber nach draußen, kannst dir das Ganze von draußen anschauen. Das ist eine Lisa. Nee, Dorothy. Okay.
So, was brauchen wir noch? Wir haben alle Aufgaben. Okay. Ja, dann geh nach draußen, kannst du im Truck auf der Kamera gucken und kannst ja auch hören, wie er die Fähigkeit jetzt gleich benutzt. Ich brauche noch 3 Sterne. Obwohl, ich habe ja schon 3 Sterne Geisterfoto gemacht, das heißt. Ja. Jetzt können wir uns die Yurei-Fähigkeit mal ein bisschen anhören, wenn ihr wollt. Ich muss mal das Licht hier ausmachen. Obwohl, ja. Ich bleib lieber. Hallo, oh, wo kommst du denn her? Aus dem Bad? Da kommt sie angekrabbelt. Sie bekommt trotzdem Line of Sight Geschwindigkeit. Das ist so lustig. Warum habe ich hier eigentlich keinen Ersatz, Magis? Das ist ja komisch. So, jetzt passt gleich mal auf. Guckt mal jetzt. Da ist... Oh. Hä, warum? Da ist hier ein Sensor. Eigentlich hätte sie nicht hier rauskommen dürfen jetzt, weil der Smudge-Effekt noch aktiv ist. Ach, da sind meine Smudges. Deine Tester 27, 24. Ja, die hat die Fähigkeit ja auch ein paar Mal benutzt, ne? Kannst ja mal hören. Vielleicht hörst du oder siehst du sie auf der Kamera. Na komm, mach's mal. Knall die Tür zu. Na, das war nur ein Wurf. Okay, die Türen hier sind irgendwie kaputt. Sie gehen nicht zu. Sie sollten eigentlich zuknallen. Man hört aber die Yurei-Fähigkeit. Die ist eindeutig zu hören. Außerdem... Wo ist das EMF? Außerdem bekommt ihr dann 2 Türinteraktionen auf dem EMF. Außerdem haben wir ja noch einen Kruzifix. Ja, die will Basketball spielen. Unsere kleine Basketballerin. Ey, die liebt es, Basketball zu spielen. Die ist mir schon mal sympathischer als die ganzen anderen Geister, die immer mit dem Radio rumhantieren. Wie ihr seht, der Geist ist jetzt in seinem Raum gefangen. Mal gucken, vielleicht zeigt sie uns nochmal die Yurei-Fähigkeit. Also ihr müsst aufpassen, Yureis können sehr weit roamen, ne? Also, ja, jeder Geist kann roamen. Das war normal. Ah, lass das mal bitte. Es war durch die Wand. Sie ist noch da drin. Na komm, mach mal die Fähigkeit nochmal. Ich kann mich auch hier mit dem Parabol wieder hinhocken. Dann hören wir es noch besser. Ja, das findest du lustig. Das findest du lustig, ne? Das findest du lustig, ja. Das findet sie zum Lachen. Oh mein Gott, man darf nicht in den Dampf gucken von den Smudge Sticks, sonst droppt die FPS mega. Das ist lustig, ey. Also die ist ja mal... Was war denn das für ein Schatten? War das der Ball? Die ist mir ja eine Basketballspielerin hier. Das findet die lustig, weißt du? Na komm, einmal. Er ist doch ein lustiger Geist. Okay, wir haben alles, wir können fahren. Hast du nochmal die Fähigkeit? Hast du es gehört? Sie hat sie gerade gemacht, als ich rausging. Ich habe sie gehört, ja. Hast du die doppelte Türinteraktion gehört? Konnte man das im Truck hören? Ja, ich habe es ganz deutlich gehört. Ich habe es gehört, als ich die Treppe runterging. Ja, von wegen Yureis sind scheiße, ne? Da siehst du mal wieder einen Unterschied zwischen Gorio und Yurei. Nur die Tür. Ja, nur die Tür ist leider kaputt. Du siehst, die Tür ist noch offen. Die müsste eigentlich jetzt zu sein. Die. Ich weiß auch nicht, die sind in letzter Zeit ein bisschen kaputt, aber man hört die ja, die Yurei-Fähigkeit. Man muss sie hören. Auf die Türen kann man sich nicht so verlassen. Ist irgendwie kaputt. Komisch. Naja, ist ja egal. Jedenfalls hat er geklappt. Ja, und vor allen Dingen, sie hat es ja mehrmals gezeigt, ne, dass sie ein Yurei ist. Also kannst du Yurei einteilen, dann fahren wir. Habe schon. Weil ein Mimic hätte wie vorhin in Edgefield der eine Mimic mal zwischendurch irgendwas anderes nachgeäfft und dann wäre was anderes ausgekommen. Hey, war mal wieder eine gute Runde. Wir haben den Geist sehr schnell rausgefunden. Es war ein Yurei. Sie hat sehr schnell ihre Fähigkeit gezeigt. Ich habe überhaupt nichts gegen Yureis. Da, tada! Cooler Geist. Echt cooler Geist. Whee! Motion Tier 2. Yay. 5-mal. Und das in weniger als 15 Minuten. 5-mal. Also bitte, Yureis sind genial. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.